Hallo und herzlich willkommen zum Wochenbericht im Zen Garden Paraguay. Ich gehe davon aus, man versteht mich mit Tapabocca, mit Maske, einfach etwas schlechter. Müsste ich eigentlich tragen, ich gebe es zu, tue ich auch normalerweise, aber ich denke, fürs Video ist es einfach ohne besser. Also jetzt nochmal, herzlich willkommen zum Wochenbericht im Zen Garden Paraguay. Diese Woche hat sich etliches getan und ich freue mich einfach, Ihnen das jetzt auch zeigen zu können. Gehen wir los. Und jetzt die erste Station. Das Häuschen des Capatas. Genau das sehen Sie hinter mir. Und Sie sehen, es ist schon verputzt. Und genau das ist in dieser Woche passiert. Das Häuschen wurde verputzt, der Elektriker war drin, alle Kabel sind verlegt. Und Sie sehen auch schön zwei Löcher noch in der Wand. Das ist natürlich gewollt, ist kein Zufall. Da kommen die zwei Klimageräte hin. Das heißt, wir arbeiten mit Splitgeräten. Das heißt, ein Teil in einem Raum und das Gegenstück, das die warme Luft nach außen transportiert, natürlich außerhalb des Gebäudes. Und Sie sehen, hier kommen die beiden Gegenstücke hin. In dem Fall ist das das Schlafzimmer, wo einmal natürlich eine Klimaanlage reinkommt. Das Gegenstück hierhin. Das heißt, da ist die Verbindung recht kurz. Ja, und die zweite Klimaanlage, wo das Endstück hier hinkommt, das ist die Klimaanlage vom Wohnzimmer. Und hier an der Position, da stört es nicht groß. Die Klimaanlagen sind übrigens auch sehr, sehr leise. Wir benutzen auf der ganzen Anlage den gleichen Hersteller. Den haben wir bei uns selber schon seit knapp 2 Jahren im Einsatz. In der Hinsicht, der passt. Und oben sehen Sie übrigens auch noch, dass zwischen dem Holzhaus, was jetzt von mir verdeckt wird, ich drehe mich ein bisschen, das ist hinter dem Steinhaufen, da ist das Holzhaus, das ist ja schon seit längerem fertig, und dem Haus vom Capatas, da ist jetzt oben eine kleine Mauer noch entstanden. Das wird einfach zum Regenschutz gemacht, das ist das Endstück zwischen den beiden Gebäuden. Und wie gesagt, das ist da gemacht worden, dass es eben von dieser Seite nicht ins Mauerwerk nass reingeht. Ja, und jetzt marschieren wir weiter zum nächsten Halt. So, der nächste Stopp. Hinter mir sehen Sie die Rezeption und der kleine Kiosk. Und so, hier drehen. Ja, man sieht den Eingang, man sieht das große Fenster. Man sieht oben, das Dach ist natürlich fertig. Es steht schön etwa 1,5 Meter vor. Und auch hier alles verputzt, Boden fertig. Das heißt, der Fliesenleger kann kommen. Und Kabelschächte für Elektro sind auch drin. Nur die Steckdosen und Lichter, die müssen noch montiert werden. Aber wie gesagt, verputzt ist bereits. Ja, ich drehe mich einfach bequemerweise ein bisschen weiter und Sie sehen hinter mir, so, hinter mir das Haupteinfahrtstor ist mittlerweile auch fertig. Das heißt, die Natursteine sind fertig angebracht, sind verfugt. Man sieht es von hier nicht, aber die Halterungen für das Tor, was hinkommt, sind bereits auch dran. Und was jetzt noch passiert ist, Sie sehen es daneben, wir bauen jetzt nochmal 6 Meter extra Mauer hin. Und zwar, das ist der Teil der Mauer, wenn das Tor aufgeht, wo das Tor dann dahinter steht. Die Mauer ist notwendig geworden, damit die Führungsschiene für das Tor nicht wegbrechen kann. Wir haben ja, wie gesagt, etwa 50 cm ja, Versatzunterschied zur Straße draußen. Und damit hier eben die Führungsschiene nicht mit dem Erdreich beim Regen abrutscht, haben wir gesagt, bauen wir lieber die 6 Meter Mauer jetzt schon hin. Die hätten wir sonst erst später gebaut. Weiter geht's zum nächsten Teil. Ja, zum Kinshu muss ich nicht mehr viel sagen. Das ist fertig und wird als Schattenspender kräftig genutzt in den Mittagspausen, in den anderen Pausen. Aber auch wenn irgendwelche Teile vorbereitet werden können, dann sieht man die Bauarbeiter immer wieder gerne unterm Kinshu arbeiten. Und genau dafür ist es ja gedacht. Der Boden übrigens im Kinshu, der ist noch nicht fertig. Das heißt, uns war klar, dass dadurch, dass wir ihn jetzt schon gebaut haben und wir wollten eben auch einen Schattenspender haben, haben wir den Boden noch nicht verlegen lassen. Da warten wir, bis die Baustelle fertig ist, bis das ganze Gelände fertig ist. Und erst dann werden wir hier die Fliesen verlegen und mit den ganzen anderen kleinen Extras, die wir noch hineinbauen wollen, werden wir dann erst starten. Ja, viel interessanter ist das, was Sie jetzt hinter mir sehen. Und hinter mir sehen Sie ein paar Bauarbeiter, die gehören zu dem Team, die für die Zwischendecke verantwortlich sind. Und warum die da gemütlich stehen und hochschauen, ist ganz einfach.
Die sind heute Morgen mit allem fertig geworden. Das heißt, die gesamte Holzverschalung ist an dem Bau dran, wie es sich gehört. Elektroschächte sind oben bereits verlegt in der Zwischendecke und auch das gesamte Gerüst, was sie hineingelegt haben, alles fertig. Jetzt muss eigentlich nur noch gegossen werden. Der Architekt hat sich aber entschieden, dass heute nicht mehr gegossen wird, denn ich habe nachgeguckt, er hat nicht genügend Zement. Der Zement, der kommt heute im Laufe des Tages und am Montag wird gegossen. Alles andere ist da, was man sonst so braucht, Sand, Kies, alles andere, was in die Backmischung mit reinkommt. Nur, wie gesagt, die Zementsäckchen fehlen, aber kein Beinbruch, das wird am Montag passieren. Ich werde jetzt gleich auch nochmal hochsteigen und dann genießen wir den Blick von oben. So, ich bin am Dach angekommen, unversehrt, konnte die Leiter problemlos hochsteigen, weil mit dem Selfie und auf einer paraguayischen Bauleiter, die selbst gebaut ist natürlich, ist das schon so ganz nett. Ja, Sie sehen es hinter mir, am Boden sehen Sie das Stahlgestell, was die Zwischendecke werden wird. Sie sehen drumherum die Holzteile, die das Ganze einfassen. Und hier wird dann eben am Montag gegossen. Das Ganze muss dann, glaube ich, 48 Stunden, 72 Stunden aushärten lassen. Und dann ist Ende nächste Woche die Zwischendecke fertig. Sie sehen übrigens auch hinter mir am Boden, mal gucken, ja. Ich hoffe, man sieht's. Ich habe momentan viel Sonne im Gesicht, Sie sehen es. Deswegen sehe ich es nicht genau. Ich hoffe, Sie sehen auch schön die schwarzen Kabelrohre. Da kommen später die ganzen Elektrokabel rein. Und Sie sehen auch die orangefarbenen Plastikteile. Das sind dann später nach unten die Deckenauslässe. Und zwar sieht man sehr schön, das sind im Wohnraum natürlich für Licht, aber auch für Feuermelder selbstverständlich. Alles mit geplant und wird auch umgesetzt. Ja, jetzt gehe ich nochmal auf die andere Seite von hier oben und wir machen einen Rundblick über die Baustelle aus dem ersten Stock. So, ich bin auf der anderen Seite angelangt, hinter mir, bin im ersten Stock, geht's runter und jetzt drehe ich mich einfach mal und Sie können hinter mir sehr schön sehen, wie es von hier oben aussieht. Blick momentan über die ganze Baustelle ist. So, jetzt habe ich die Kamera nochmal umgedreht und ich zeige Ihnen jetzt einfach das, was ich sehe vom zukünftigen ersten Stock, von den ersten zwei Doppelhaushälften hier im Zen-Garten. Ja, hier auf der Seite sehen Sie, wo später dann eben auch der ganze Garten hinkommt. Die ersten Beete sind da schon, aber wie gesagt, das werden wir alles nochmal überarbeiten. Das sind unsere ersten Versuche und wie gesagt, wir haben schon richtig toll ernten können. Hier unten sehen Sie übrigens auch noch, da wird noch ein Rohr verlegt und zwar zur Bewässerung des Gartens von unten. Auch das haben wir ganz gezielt hier geplant, denn hier möchten wir noch ein paar Bäume und auch ja, so eine grüne Ecke integrieren und eben, wie gesagt, damit das auch schön und schnell wächst, haben wir gesagt, komm, lass uns da von unten mal schauen, ob wir da eine schöne Bewässerungsanlage hinbekommen. Ja, jetzt gehe ich hier vor, muss aufpassen, dass ich über das ganze Stahlgestell nicht stolpere. Ja, hier ist unser Schuppen, die Einfahrt zum Zen-Garten, das kleine Tor, danach das Holzhaus und hier sehen Sie aus der Entfernung das Haus des Hausmeisters und links davon der Eingang, wo ein Bauarbeiter gerade drin steht, das ist der Eingang, also ist die Rezeption bzw. der kleine Kiosk. Man sieht es von hier nicht so gut, ich hoffe, hier so mit dem Zoom geht. Und genau davor ist der Personeneingang und vor uns hier der Kinsho. Und man sieht es auch wunderbar eingesäumt, hier von zwei Palmen und hier auch nochmal von drei Palmen. Der Teil hier, wo Luciano gerade
den Sand besser verteilt. Das wird alles begrünt. Da kommen diese wunderschönen farbenprächtigen Blumen drauf, wo die Kolibris so interessiert dran sind. Das heißt, ich gehe davon aus, das wird ein Farbenmeer werden und wie gesagt, der ein oder andere Kolibri wird regelmäßig hier vorbeischauen. Kolibris sind recht klein und sie sind auch leise und sie stechen noch nicht. Sie sind einfach nur schön anzusehen. Ja, und hier auf dem Teil des Zen Gardens, da kommen dann am Ende, da hinten, wo Sie die zwei Berge sehen, das ist einmal Sand und einmal Kies, eben zum Gießen der Zwischendecke. Hier kommt nochmal ein Doppelhaus hin. Und hier im Anschluss zu diesen beiden Doppelhaushälften kommt noch der Sportraum hin und nach dem Sportraum dahinter kommen nochmal zwei Doppelhaushälften hin. Wie gesagt, der Charme der Anlage ist, sie ist sehr überschaubar. Es gibt nur 6 Doppelhaushälften und das war's. Das Ganze wird eben betreut von unserem Kapatas. Das heißt, es ist immer jemand da und ja, ich halte die Kamera auch nochmal höher. Sie sehen, wenn man in die Ferne schaut, es ist super schön grün drumherum. Zugegeben, in Paraguay ist es immer, also meistens immer super schön grün. Vielleicht mit Ausnahme, wenn Sie wirklich in der City wohnen. Die City ist zwar, also Asunción selber ist auch wunderbar begrünt, aber natürlich ist die Baudichte wesentlich höher wie in jeder Stadt. Und genau das ist eben einer der Gründe für uns gewesen, dass wir sagen, wir wollen nicht in die City, sondern wir wollen an den Stadtrand. Wir wollen in der Nähe der Stadt sein, das auf jeden Fall. Aber wir möchten es schön grün und schön leise haben. Und genau das haben wir hier gefunden. Und nachdem wir jetzt schon das im Empfangsraum, den kleinen Kiosk, einige Male von außen gesehen haben, gehe ich auch zum Abschluss nochmal kurz durch und zeige Ihnen, dass hier alles verputzt ist. Und ja, hier kann es eigentlich mit dem Elektriker und mit dem Maler weitergehen. Fenster noch einbauen, Türe einbauen. Und dann ist der Raum schon fertig. Und Sie hören es, Musik im Hintergrund, immer auf der Baustelle. Ich find's toll. Ja, man lässt mich auch rein. Ich möchte die Arbeiter natürlich nicht bei der Arbeit stören. Aber auch hier, verputzt ist schon soweit. Hier stehen die Fenster. Die sind bereits vorbereitet für den Einbau. Unten sieht man auch, der Boden ist soweit auch vorbereitet. Das heißt, hier kann auch in der nächsten Woche der Fliesenleger kommen und starten. Eine der Außentüren, nein, beide Außentüren, auch hier, die warten bereits, dass sie eingebaut werden können. Sie sehen, auch hier wird nächste Woche viel passieren. Das war's für diese Woche. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann bitte Daumen hoch, da freuen wir uns immer drüber. Und sollten Sie das Ganze noch nicht im Abo haben, einfach hier bei YouTube klicken und Sie werden dann automatisch immer informiert, wenn wir ein neues Video einstellen. Ihr Zen Garden Team Paraguay. Bis nächste Woche. Tschüss.